Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Burial at Sea Episode 2. Wir befinden uns hier in... Kreaturen. Fink bekam ihre Prägung nicht hin und überließ sie ihrem Schicksal. Wir befinden uns hier im Labor von Fink, glaube ich. Das hier sieht alles ein bisschen makabre aus. Hier haben wir zum Beispiel ein Hündchen. Noch einen Hund. Alter. Der hat sich ja einfach ertränkt, so wie es aussieht. Prägung gescheitert. Das kann nicht sein. Sie haben doch eine Verbindung zwischen Songbird und mir aufgebaut. Ich war so jung. In meiner Erinnerung war er schon immer da. Da ist der Songbird. Das muss ein Prototyp sein oder so. Ist er menschlich? Ist das wichtig? Huh. Alter, lass mich bloß in Ruhe. Mit dir hatte ich ja meinen Spaß gehabt. Sie haben es auch mit Hypnose versucht. Beim Songbird? Wie lief das? So, wie es zu erwarten war. Oh nee, nicht schon wieder ein Lüftungsschacht. Ich hasse Lüftungsschächte. Okay. Dann einfach mal hier durchkrapseln. Ah ja, jetzt werden wir aufgeklärt, wie es funktioniert hat. Booker, das kleine Mädchen in dem Film, das bin ich. Mein Gott. Ich erinnere mich. Er ist in den Turm gestürzt. Er hatte wohl gekämpft oder so. Ich war da, hab gewartet. Gewartet, dass irgendwas passiert, aber... Aber er lag nur da. Wimmernd. Ich konnte ihn einfach nicht... Der Löwe mit dem Dorn in der Pfote. So viel zur Wissenschaft. Ich hätte ihn sterben lassen sollen. Ich hätte ihn... Ich komme da niemals raus. Ausgebeutete und Ausbeuter zugleich. Ich, Comstock. Du, Sally. Wie ein blutiges Rad, das sich ewig weiterdreht. Und da ist die Haarprobe. Tja, das muss die Genprobe sein, die Su Chong wollte. Er hat dich wegen einer Probe deines eigenen Haars hierher geschickt. Er weiß nicht, dass ich das Kind mit der Prägung auf Songbird war. Für ihn enthält die DNS alle Antworten. Leuten wie Su Chong kommt etwas Empathie wie große Wissenschaft vor. Es ist offen. Seht nach, ob es etwas umzuverteilen gibt. Sucht nach Versprengten. Verteilt euch. Muss das sein? Niemand. Glaub nicht, dass du dich lachst. Das wirst du büßen, Mädchen. Ich glaube. Du kannst dich nicht ewig verstecken. So, dann schleichen wir uns jetzt erstmal wieder hier ein bisschen nach raus, nach draußen. Ich komme. Soll jemand anders hier aufspüren? Halt. Ich hab dich gehört. Das muss ich natürlich erst noch mitnehmen, was hier liegt.
dieser Durchbruch bezüglich des Songbirds lässt meine Vereinbarung mit dem asiatischen Doktor in einem ganz neuen Licht erscheinen. Welche Vorteile sollte mir die Fortführung dieser Partnerschaft noch bringen? Welche Geheimnisse sollte ich nicht selbst lüften können? Su Jung hat nur ein paar Krümel vom Tisch zu bieten. Was hast du da? Keine Ahnung. Ich nehme alles mit, was wertvoll aussieht. Elende Verräter. Ich will sie finden. Hier rüber! Beeilung! Seit wann hast du denn hier was zu sagen? Ich muss den richtigen Augenblick abwarten. Früher habe ich für ihn geschuftet. Jetzt schufte ich wenigstens für mich selbst. Keine Kapitulation! Ablebe, Daisy! Oh doch, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Ich krieg dich schon. Oh, bitte lass das hier richtig sein. Aber ich glaube, der Aufzug ist richtig. Ach ja. Glaubst du, dass Daisy überhaupt eine Wahl hatte? Was meinst du? Ungefähr jetzt ramme ich ihr eine Schere in den Rücken, um ein Kind zu beschützen, dem sie nie etwas antun wollte. Sie hat sich entschieden, für ihre Revolution zu sterben. Was ist mit mir? Bei all den zahllosen Welten und Möglichkeiten. Hatte ich jemals eine Wahl? Oder du? Ja, Booker glaubte, er hatte eine. Und was hat es uns gebracht? Wir sind wieder am Anfang. All die endlosen Universen. Und doch beschreiten wir genau die gleichen Wege. Ich verstehe nicht, was du meinst. Mein Vater verkaufte mich, um eine Schuld zu begleichen. Comstock sperrte mich in einen Turm. Und ich verkaufte Sally. Weshalb? Aus Rache? Um etwas zu beweisen? Und doch bist du hier, um die Schuld zu begleichen. Angenommen, wir finden sie. Die Alten vererben ihre Schäden an die Jungen. Ist es jetzt nicht zu spät für sie? Ich schätze, das muss sie selbst entscheiden. So wie es deine Entscheidung war, hierher zu kommen. Rapture verschlingt Kinder. Kleine Mädchen, in deren Bäuchen Gold wächst. Ich werde den Kreis nicht durchbrechen. Mit Glück kann ich ihn vielleicht eindellen. Ein bisschen wenigstens. Eine Uhr mal wieder. Alter, was muss ich denn jetzt hier bitte für einen Weg zurücklaufen? Hat die hübsche Dame das Haar? Deal ist Deal. Bringen Sie mir die Haarprobe. Ja, mach ich ja auch. Riss betreten. Dame legt die Haarprobe in die Rohrpost und das Geschäft ist perfekt. Was ist da draußen los? Blutvergießen, Gewalt, aber für uns nicht von Bedeutung. Da hast du die Haarprobe. Su Chong, Su Chong, wir hatten einen Deal. Öffnen Sie den... Wissen Sie, wie man jemanden nennt, der ungebeten in andere Leute Häuser einnimmt? Ein Einbrecher. Und ich erinnere mich nicht, Sie in meine Stadt gebeten zu haben. Ich hatte eine Abmachung mit Su Chong. Sie, Su Chong, ist mein Angestellter. Es stand ihm nicht zu, diese Abmachung zu treffen. Was wollen Sie? Ich habe Atlas und seinen Schergen einen Zufluchtsort gewählt. Da
Doch sie wollen sich meiner Großzügigkeit entziehen und sie lassen sich vor ihrem Karren spannen. Statt Zuflucht sollen sie nun also den Tod finden. Reiche einem Parasiten den kleinen Finger und er will gleich die ganze Hand. Ich suche nur ein Mädchen, das mir genommen wurde. Eine Little Sister. Ich behaupte nicht zu verstehen, wer oder was sie sind. Aber ich weiß, sie sind etwas Besonderes. Wir beide könnten ins Geschäft kommen. Ich lasse Ihnen also die Wahl. Arbeiten Sie für mich oder sterben Sie zusammen mit Atlas? Ohne das Mädchen gehe ich nicht weg. Sie wollen eine Little Sister? Das sollte unserem Geschäft nicht im Wege stehen. Ich habe Dutzende von Ihnen. Ich gehe nicht ohne Sie. Meine Männer stehen bereit, um die Tür einzutreten. In 60 Sekunden stürmen Sie den Raum. Sie werden sie entweder wie eine geschätzte Angestellte von Ryan Industries behandeln oder wie eine hergelaufene Einbrecherin. 60 Sekunden. Das ist mindestens ein halbes Dutzend. Ich muss mich vorbereiten. Fallen. Ich kann Plasmide als Fallen verwenden und im Raum verteilen. Ich muss mich irgendwo verstecken. Und sie aus dem Hinterhalt nacheinander ausschalten. Booker, ich hab Angst. Du wirst dich unterschätzen, Elizabeth. Wie alle anderen auch. 40 Sekunden. Wissen Sie, was ich in Ihrem Gesicht sehe? Unsicherheit. Was bedeutet Ihnen dieses Mädchen? 30 Sekunden. Wissen Sie, warum Heil so wichtig ist? Ja. Ich mach das schon. Ich hab das alles unter Kontrolle. Falsch. Schrotflinte, Mikrowelle. Eine Mikrowelle ist immer gut. Die Zeit ist um. Sie sind keine Heldin. Sie sind nicht mal ein Parasit. Sie sind ein Dummchen. Und Andrew Ryan hat keine Zeit für Dummchen. So, aber ich brauche mal erstmal wieder ein bisschen Eve hier. Hättest du Prinzipien, würdest du nicht hier herumschleichen. Hast du besiegt. Aber wir sind nicht alle leichte Ziele, kapiert? Verstecken. So wird das immer. Was war das? Komm raus. Hast du hier volle Aufmerksamkeit?
Ryan meinte, das Mädchen muss zuerst. I imagine you view this as vindication of your theory. I take no joy in her failure. One must give her an A for effort. But an F on results. You give her no credit for good intention. The universe does not grade on a curve. It's strictly pass-fail. Surely it's better to die trying. So, dass es sich verstehe ich jetzt gerade nicht. 60 Sekunden. Das ist mindestens ein halbes Dutzend. Ich muss mich vorbereiten. Fallen. Ich kann Plasmide als Fallen verwenden und im Raum verteilen. Ja, das könnte ich machen. Ich muss mich irgendwo verstecken. Aber ich habe festgestellt, das war eine blöde Idee und drum werde ich das nicht mehr tun. Booker, ich habe Angst. Sie werden sich unterschätzen, Elizabeth. Wie alle anderen auch. Sie was in Ihrem Gesicht sehen? Unsicherheit. Was bedeutet Ihnen dieses Mädchen? 30 Sekunden. Wissen Sie, warum Haie so wichtig sind? Sie befreien die Meere von Ballaststoff. Ach, toll. Diese Männer, die gleich kommen, haben viel gemein mit diesen majestätischen Tieren. Denn was Haie... So, jetzt aber, jetzt. Das tun diese Männer für Rapture. 20 Sekunden. Ich verrate Ihnen etwas, das Sie sicher schon ahnen. Atlas hält sich nicht an Absprachen. Andrew Ryan schon. Ja, laber nicht so viel, jetzt lass halt endlich rein. Aber ich kann Sie retten. Die Zeit ist um. Sie sind keine Heldin. Sie sind nicht mal ein Parasit. Sie sind ein Dummchen. Und Andrew Ryan hat keine Zeit für Dummchen. Ja, jetzt. Ach, da ist doch eine Falle. Du hättest Ryans Angebot annehmen sollen. Alter, was ist denn das für ein Vieh? Okay, okay, der scheint ein bisschen... Alter, wieso will der nicht verrecken? Alter! Du kannst nicht ewig weglaufen! Meine Fresse! Bin auf deiner Seite! Wir werden ein Exempel an dir statuieren! Ich hab dich erwischt! Hey, was ist das für ein Kampf, dich erwartet? So, ich glaube, die haben das unter Kontrolle. Bringen wir es schnell hinter uns. Niemand wird Handhaben nicht da, ist sie. Nicht solange ich hier bin. So, dann bringt euch doch mal gegenseitig um. Schön machen die das. Wird auch Zeit, dass du endlich umfängst. Was war das? Wenn es sein muss, bring ich dich wie ein Tier zur Strecke. So. Bin ich in der Stimmung für dieses Versteckspiel? Ach, erzähl. Na los, bringt euch um! Du hast es nicht anders gewollt. So. Ich habe ihre Haie besiegt, Ryan.
Die Bessere hat gewonnen. Nur das zählt doch für Sie, oder? Und jetzt lassen Sie mich gefälligst gehen. Klingt ja, als wäre die Hölle los da draußen. Wie lautet dein Plan? Ich kann das Partikel nicht einfach an der Decke platzieren. Es würde sie sofort durchbrechen. Aber jedes Gebäude in Rapture wurde auf einem Ring im Meer versenkt, der alle Stützelemente miteinander verbindet. Ist ja faszinierend, aber falls du es nicht bemerkt hast, Ryan hat seine Schergen losgeschickt, um uns zu töten. Wenn du also noch ein Karnickel im Hut hast, dann raus damit. Die Stützverbindung ist wohl in Frank Fontaines Büro. Wenn ich dorthin komme, kann ich das Gebäude anheben. Zufälligerweise habe ich sein Büro übernommen. Ich sorge dafür, dass du den Privatlift benutzen kannst. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.